So, tja. Dann werden wir doch mal einfach im Uhrzeigersinn von hier anfangen. La 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 la. Oh. Hakuba, ach du meine Güte, wenn ich mich nicht irre, bist du aus unserem Zuhause der göttlichen Ebene. Du bist es, Okami Amaterasu. Wer hätte gedacht, dass wir uns noch nach all dieser Zeit wieder treffen würden? Meine ganze Warterei unter dem dunklen, kalten Eis hat sich ausgezahlt. Wir Göttlichen mögen unsere psychische Form verloren haben, aber aber unsere Seelen leben weiter und werden für alle Ewigkeit mit dir sein. Göttliches Wesen Hakuba. Unsere Herzen waren gebrochen nach der Schlacht auf der göttlichen Ebene, als du mit diesen Monstern auf diese Welt gefallen bist. Wir schafften es zu entkommen, bevor es passierte, aber wir wussten nur wenig über die Tragödie, die uns heimsuchen sollte. Eine Geschichte. Nachdem wir vor der Schlacht davonrannten, gingen wir an Bord der Asche der Yamato, in der Hoffnung zu entkommen. Aber kurz nachdem wir die Segel gehisst hatten, erschienen zahllose Monster aus den Tiefen der Asche. Ohne Fluchtmöglichkeit wurden wir alle von den Monstern vernichtet. Diese Asche, die von der Mondkultur gebaut wurde, stellt sich als Frachtschiff zum Transport von Tausenden von Monstern heraus. Nicht lange nachdem die Segel gehisst waren, verlor die Asche das Ruder und stürzte auf diese Welt herab. Die göttlichen Wesen an Bord, jeder einzelne von uns, wurde niedergemacht. Ich weiß nicht, wieso der Mondstamm so ein Ding gebaut hat, aber als die Asche auf diese Welt stürzte und diese Tragödie verursachte, das war mehr als nur eine Katastrophe, Okami Amaterasu. Es scheint, dass die Asche wieder begonnen hat, sich zu bewegen. Aber dieser Ort ist wie ein Nest der finsteren Wesen. Bitte pass auf, dass du nicht von der Finsternis verschluckt wirst. Okay. Tada. Sum sum. Irgendwie komisch, dass wir jeden Boss zweimal besiegen müssen. Aho, aho. Wow. What? Wie war das nochmal? Ich hab vergessen, wie der ging. Zum. Moment, was war denn jetzt los? Ich bin voll im Eimer. Okay, wir haben ein paar Schwänze besiegt. Da hätten wir Zeit verlangsamen müssen. Meine Güte, bin ich außer Form. Oh, was war das denn? So, und Blitz. Na, komm her. Ach, da ist die alte Oma. Die machen wir diesmal auch kaputt. Oh. Noch ein Schwanz über. Oh Gott, sind wir schlecht. La la la. Ich hab doch getroffen. Hm.
Hallo? Okay. Ach, er hat nur noch die Dash-Fähigkeit jetzt. Oh. Tada. Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Naja, waren jetzt nicht die Besten in dem Kampf. Ich glaube, ich muss wieder aufs Schwert wechseln. Mit dem Schwert war ich irgendwie mal besser. Und da war Neun Schwanz Geschichte. Tada, da 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 da. Zurück. Und da frage ich mich jetzt echt, was kam denn da alles noch? Boah, das ist so lange her. Ich meine, ich habe es mehrfach angefangen, nur einmal oder zweimal richtig durchgespielt. Okami Amaterasu. Es scheint, als ob ein finsteres Wesen verschwunden sei. Wenn doch nur die bösen Kräfte aus unserer Mitte verschwinden würden. Dann, da bin ich mir sicher, würde die Arche wieder zur göttlichen Ebene zurückkehren. Ah, ich war bereit für diese Unsterblichkeit. Aber jetzt scheint es, als sei die Zeit für eine Seele gekommen zu gehen. Für meine Seele. Es hat mein Herz, kurz, so. Es hat meinen Herzen Freude gemacht, dass ich dich getroffen habe, bevor ich gehe. Ich hoffe, dass du zur göttlichen Ebene zurückkehren kannst, Amaterasu. Und dass du das Licht wieder in diese Welt bringst. Bieg, oh, kann die sich verbiegen? So. Tada. Erste Ebene sauber. Tschalam. Ah. Rothelm, glaube ich, hieß er, gell? Zack. Göttlichkeit hochhauen. Knochen S reinwerfen. Wir sind voll. Warum nicht? Ich meine, wir haben sie sonst nie verbraucht, gell? Juhu. Komm, ist da Pester auch. So. Erst nochmal gucken, wie war denn sein Schwachpunkt? Wow. Hatte er ein Schild? Tja. War der nicht mal schneller? Hm. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich vertue mit dem. Moment. Mal überlegen, wie war das noch gleich? Das hat nicht geklappt. Aber wenn ich das jetzt noch wüsste, können wir mit denen sein Feuer spielen? Nein. Ach, wir hauen einfach seine Rüstung ab. Ah, Moment. Erstmal das Feuer wegpusten.
Ach, scheiße, der brennende Ofen lebt noch. Einfach volle Attacke drauf. Drauf. Und nochmal. Oh. Und zack. Ach, da fällt er schon um. Hoppala. Gut, der war auch nicht wirklich schwer. Zumindest auch vorher nicht, wenn ich mich täusche. Aber wir haben trotzdem zu lange gebraucht. Dafür haben wir gut viel Schaden angerichtet. Tja, krass, kommen wir ganz schön schnell voran. Zwei schon in einer Folge, den dritten packen wir auch noch. So. Hopp. Wow. Müssen wir Orochi das dritte Mal besiegen? Oh nein. Oh Gott. Naja, erstmal die Spinne. Oh, wen haben wir da? Mr. Sadomasu. Du bist es, Okami Amaterasu. Ich hatte mich schon gewundert. Als die Arche anfing, sich zu bewegen. Seht und staunt, es ist der Wächter unserer Heimat, der göttlichen Ebene. Göttliches Wesen, Sado. Warum musste uns so eine Tragödie passieren? Diese Asche war von der Mondkultur als Rettungsboot gebaut worden. Sie war viele Jahre lang auf der göttlichen Ebene aufbewahrt worden. Wir glaubten, es würde sicher sein, um unsere zukünftige Existenz zu sichern. Sind wir auf die Asche geflohen, als die Monster uns angriffen. Woher hätten wir wissen sollen, dass die Asche unser Sarg werden würde? Ich weiß nicht. Vielleicht war es unser Schicksal. Vielleicht war alles von Beginn an vorbestimmt. Dieses Monster Orochi, das die göttliche Ebene angegriffen hatte, kam plötzlich über die See der Sterne geflogen. Und nachdem er unseren Leuten und unsere Heimat zerstört hat, fuhr es damit fort, auf dieser Welt Leid und Schmerzen zu verursachen. Vielleicht war das alles vom Mondstamm so geplant gewesen. Wer ist der Mondstamm? Moment, das Mädchen war vom Mondstamm, oder? Ach, ich check's nicht mehr, weil die hatte keine Flügel am Ohr, also war sie kein göttliches Wesen. Sie hatte aber einen Helm auf. So ein Bambusding. Okay. Und zurück. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Immer noch nicht. Na komm schon. Ah, einmal muss ich noch. Ups. Da waren wir zu spät. Sehr schön. Nicht sehr schön. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nein, es hat nicht geklappt. Ah, sie hat sich befreit, die olle Spinne. Dabei ist sie schon so gut wie tot.
Ach komm, noch irgendeins jetzt da dran. Oh Gott, ey. So schlimm habe ich mich ja beim ersten Mal schon nicht angestellt. Na komm. Ah, es hat geklappt. Und hepp, und hepp, und zack. Und das auch noch. Oh oh. Das war's. Bam. Dududum. Schön Sache. Ach ja. Also auch gleich noch Orochi mitnehmen. Und Sado geht jetzt auch in die ewigen Jagdgründe ein. Gehe ich von aus. Okami Amaterasu. Ich habe die Anwesenheit von jemandem auf der Arche gespürt. Könnte das vielleicht dieser Mann vom Mondstamm sein? Ich kann seinen Schmerz tief innerhalb der Arche spüren. Amaterasu, du musst ihn sofort retten. Du musst die Tragödie aufhalten, bevor ihre Saat gesät wird, um das Böse von dieser Welt zu exorzieren. Muss die Sonnengöttin Amaterasu wieder auf die göttliche Ebene zurückkehren. Ich bete, dass du aus dem Himmel über diese Welt wachen wirst und dass du uns allen den Frieden wieder bescherst. Blub, der Nächste, der sich kaputt biegt. Ob man hier runter kann? Ah, ich versuch's gar nicht erst. So, wir haben noch Pesta auch und wir haben noch Orochi. Tja. Nehmen wir Pesta auch eben noch mit, der dauert nicht ganz so lange. Orochi war wieder ein längerer Kampf. Vielleicht schaffen wir es ja. Hopp. Ganz schnell eben. So. Da ist er. Ah, das nächste Mal früher. Ah, verdammt. Okay, was macht er jetzt? Ach, den Schwertertanz. Fast hätte ich ihn direkt besiegt. Komm. Komm, du Lama Pestauch, du kannst nix. Und wieder verlangsamen. Hopp. Nein. Da war er doch zu schnell. Na komm. Er tut's schon wieder. Tada! Krass, ich glaube, der war der einfachste von all den Gegnern. Puh, aber wir hätten noch schneller sein können, sagt das Spiel. Trotzdem 60.000 Yen mitgenommen. Flupp. Warum haben wir den nicht direkt hier in der Mitte getötet? Dann hätten wir uns gar nicht mehr bewegen brauchen. Wären wahrscheinlich instant rausgeportet worden.
Okay. Bleibt ja nur noch Orochi und dann der Endgegner. Der Endendgegner. Yami oder wie er hieß.